Genau wie bei Menschen ist das Gleichgewicht des Mikrobioms im Magen-Darm-Trakt auch für Hunde und Katzen wichtig. Es regelt ihr Wohlbefinden und ihre Abwehrkräfte. Das Mikrobiom des Darms besteht aus Milliarden von Mikroorganismen und ist bei jedem Tier einzigartig. Das Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Bakterien im Mikrobiom hilft, den Unterschied zwischen Gesundheit und akuten oder chronischen gastrointestinalen Erkrankungen zu verstehen. Viele Mikroorganismen und deren Endprodukte haben einen positiven Effekt auf den gesamten Körper, im Darm und darüber hinaus. Bei einer Dysbiose ist das Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Bakterien jedoch gestört. Negative Veränderungen im Mikrobiom des Darms können Magen-Darm-Störungen verursachen. Diese Veränderungen können auch den Darm schädigen, was Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, die Produktion von Mukus, die Immunfunktion und die Resorption von Nährstoffen wie Energiequellen und Vitamine hat. Eine Nahrung, die die guten Mikroorganismen nährt und aktiviert, kann die effektivste Möglichkeit sein, ein gesundes Gleichgewicht des Mikrobioms zu erhalten. Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome mit der Active Biome Technologie versorgt das Tier und dessen Mikrobiom. Die Active Biome Technologie ist eine einzigartige Mischung aus aktiven Fasern, die das Mikrobiom des Darms versorgt. Die guten Bakterien fermentieren die Fasern und produzieren Bestandteile, die die Darmzellen nähren. Sie aktivieren und setzen Polyphenole frei, die antioxidativ und entzündungshemmend sind. Die Active Biome Technologie stimuliert die Freisetzung von Postbiotika in deutlich höheren Mengen als traditionelle faserbasierte Nahrung und fördert aktiv einen geformten Kot. Diese Postbiotika sind gut für den Darm sowie für andere Organe und Gewebe. Das neue Hill's Prescription Diet Gastrointestinal Biome mit der Active Biome Technologie ist eine wegweisende Innovation zum Management von Magen-Darm-Störungen. Es stoppt klinisch erwiesen chronischen Durchfall in 24 Stunden und begrenzt ein erneutes Auftreten bei Hunden.